Und so sieht sein Ansatz aus. Oh mein Gott! Ey, das hat dir nicht zu bedeuten. Das ist die große Lücke. Hi Leute, willkommen zu dem Video. Mein Name ist Selina. Und ja Leute, ich habe jetzt auch endlich ein schönes Reel von mir. Oh Gott, Stefan. Egal, irgendwas ist mir runtergefallen. Ich habe jetzt auch eigentlich ein wunderschönes Bild von mir hier liegen, damit ich weiß, wie ich aussehe, wenn ich müde bin. Deswegen gehe ich dann direkt schlafen, weil ich nicht so aussehen will. Macht Sinn, ne? Ja, macht Sinn. Auf jeden Fall haben Inga und ich uns vorhin ein Video angeschaut, wo eine Frau sich die Haare blondiert hat. Genauso wie Alina, genau dieselbe Dings, Haarbetube und ein Friseur hat darauf reagiert. Und Leute, seine Reaktion. Uns ist erst aufgefallen, wie viele Fehler wir gemacht haben. Aber diese Fehler werden wir jetzt Alina gleich erklären, vorzeigen, wir werden wiedergeben, was er gesagt hat. Und er wird mich auf jeden Fall töten, weil ihr Ansatz rausgeflogen ist. Also Leute, wenn ich sage Ansatz rausgeflogen, meine ich wirklich Ansatz rausgeflogen. Hier ist einfach so ein Strich, das ist schlimmer als bei mir, Leute, das sind so Punkte, so Poren von ihren Haaren, die weg sind. Das sieht aus wie eine Drachenfrucht von innen. Also ich lüge nicht, Leute, wenn ich das sage. Wir sind jetzt bei Alina und wir werden das Bild von ihren Haaren später zeigen. Jetzt dann nicht, weil sie muss erstmal die positiven Sachen sehen. Also Alina, du hast ja deine Haare gebleached. Auf jeden Fall wolltest du ja blonde Haare, hast orange Haare bekommen. Gelbe. Orange? Egal, eins von beiden, so gelb, orange auf jeden Fall. Und ich muss kurz was gucken, Alina. Ich muss gucken, ob du so Stellen hast, die weiß geworden sind. Ja, sieht man das? Warum? Okay, weil wir haben uns ein Friseurvideo angeschaut, Leute, wie schon erwähnt vorhin. Und dort war halt so, dass wenn die Haare vom Bleachen dort weiß geworden sind an manchen Stellen, liegt es daran, dass diese Struktur von den Haaren tot ist. Das heißt, deine Haare könnten einfach abbrechen. Jede Sekunde, ich muss es kurz ausprobieren. Okay. Ja, aber die müssen nicht rausfliegen. Ja, hoffen wir vom Besten. Auf jeden Fall hat das Mädchen sich dreimal die Haare gefällt in diesem Video. Und Alina will ihre Haare nochmal bleachen lassen. Ich möchte die nicht nochmal bleachen. Ich möchte nur, weil da ist so ein Dreieck, das ist noch eine braune Stelle. Aber was, ich habe was überlegt. Und zwar ist ja die Tönung. Die Tönung muss eigentlich auch irgendwann raus. Anders war eine Bleachen. So bleachen. Nein, ich meinte, meine braune Haare, das war eine Tönung. Also muss es ja eigentlich auch irgendwann raus, oder nicht? Ja. Ja. Ist so 30, ja. Und jetzt würde ich dir sagen, was passieren könnte, aber zum Glück nicht passiert ist. Also deine Haare könnten grün werden, deine Haare könnten in Stücken rausfallen. Also wenn ich sage in Stücken, meine ich in Stücken, ne? Also so richtiger Bollen. Deine Haare könnten komplett orange werden. Deine Haare könnten grau werden, beziehungsweise so weißstichig und komplett kaputt gehen. Deine Haare könnten einfach hier in der Mitte so weiß werden. Und also, wenn du nochmal bleachst und dann über die Haare färbst, die schon gebleached sind, werden die Haare da kaputt gehen, weil das ist ja Bleaching of Bleaching. Hä, aber was ist denn, wenn man den Ansatz nachbleachen muss? Don't do it. Das hat diese Frau in dem Video auch gemacht. Der hat gesagt, Gott, das kann ich meinen Augen nicht antun. Und so, da hat er weitergespult. Ja, was soll ich machen, wenn mein Ansatz rauswächst? Pech, dann hoffe einfach, dass der Ansatz nicht rauswächst. Aber ist egal, weil das also ich will nicht sagen, so, aber nein. So blond. Die Frau hat auch einen Monat danach erst gebleached und du willst schon diesen Dienstag. Ja, ich will nur diese Dreieck hier. Ja, aber Eck, ja, es ist egal, ob Dreieck. Nein, ich glaube, sie versteht es nicht. Ja, ich glaube, die will echt eine Glatze haben. Ja, gell? Ja, ich meine, du hast ja schon alle Stärke. Also ich war schon von vornherein für dieses dunkle Braun. Nein, und da kann man nichts falsch machen. Egg wollte unbedingt das hier haben. Und das hat sie dann zufällig auch eben dann ausgewählt. Und jetzt will sie nochmal bleachen. Ihr werdet noch sehen, das wird ein normales Blond. Hä? Keine Ahnung. Wenn dein Haar färbst. Hä, du verstehst nicht. Es geht nicht um die Farbe aktuell, sondern dass deine Haare rausfallen. Ja. Wenn ich nochmal bleachen. Ja. Ja, eigentlich hat sie es ja gut hingekriegt. Obwohl, ein bisschen. Du hast gesagt, ein bisschen ist abgefallen, aber ich meine, ja, es ist jetzt so gleichmäßig gemacht. Okay, es ist gelb, aber es ist jetzt gleichmäßig gemacht und sie hat auch meine Haare geschnitten. Und diese Haare, die halt unten halt ein bisschen grün waren, die wurden nicht rot oder orange oder sonst was. Es könnte auch sein, dass ich grüne Haare habe, also... Ja, ich kann es halt. Im Gegensatz zu dir mache ich aus mir kein Streifenhörnchen. Ja,
Mhm. Vielleicht kriege ich bald die Glatze in dir, also man weiß nicht. Nein, nein, wegen dir, weil du wolltest die Farbe. Leute, ich habe Alina gewarnt, okay? Ich habe ihr auf WhatsApp gesagt, Alina, das wirst du bereuen, deine Haare werden rausfallen. Ja, ich will nicht dunkel. Ja, siehst du, das heißt, du bist selbst schuld. Das heißt, Leute, wenn ihre Haare rausfallen, macht mich nicht für die Schuldigen. Wollen wir das jetzt sagen? Ja, du musst dich setzen. Soll ich dir Wasser bringen? Nein, warum? Ach, du brauchst Wasser, du wirst Wasser brauchen. Nein, wirklich nicht. Also, Alina und Leute, ihr wisst ja, dass Bleaching die Haare angreift. Mhm. Und ich würde nicht so oft durch deine Haare, wenn ich du wäre. Und auf jeden Fall habe ich ja am Anfang beim Ansatz begonnen. Von Anfang an deinem Originalansatz. Und so sieht dein Ansatz aus. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber hier sind so 1000 Poren, wo deine Haare drin waren. Haben die da rausgeflogen. Da waren Haare! Da waren Haare! Ja. Hä? Guck mal! Das sieht aus wie Drachenfrucht! Warte, warte, warte! Hä, hey, guck mal! Das ja, ist doch okay! Hä, hey, die sieht aus, als hätte man einen Rasierer genommen und rübergefahren. Und dann auch hey, ein extra Gold. Nein. Warum, also, ehrlich gesagt, nein. Warum sollen Haare nicht nachwachsen? Du weißt ja, dass Haare nicht so schnell nachwachsen und erst richtig vom Ansatz. Hätte. Ja, oha. Die sind ja rausgeflogen, am Stück rausgeflogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das hat dir nicht zu bedeuten. Das ist wie groß in mir. Ja, aber Anja, wir haben dich gewarnt und das ist doch schön. Guck mal, das hat Style. Ist da Blut? War das da Blut? Nein. Doch. Warum? Eigentlich würde ich am liebsten heulen, aber ich denke mir so, okay, es ist schon passiert, die Haare sind schon weg. Ja, und stimmt, ich habe ja gestern diese Handschuhe getragen und ich habe dann deine Haare jetzt zu so einem Knoll gemacht und Handschuhe drüber gesetzt. Ja. Als das Mädchen im Video das mit Alufolie gemacht hat, hat er fast einen Herzstillstand bekommen. Das sollte man nicht machen, wenn man bleicht, weil die Haare sich dann überkreuzen und das ist irgendwie nicht gut und deswegen brechen die ab und so. Deswegen extra mir leid. Und dann Haare nächsten Tag abbrechen, ist nicht meine Schuld. Aber die sind eigentlich weich. Ja, jetzt noch. Und Leute, hier unten, ne, hat Ex so eine ganze Schachtel voll. Mit so, hier, Glätteisen, Lockenstab, Föhn, alles was mit Hitze ist. Und Leute, die Haare sind schon so kaputt, Alter. Ey, hast du heute die Haare geglättet? Ja! Und einige wissen ja, dass wir in Elks Schrank eine Klopapierrolle reingelegt haben, die nach Essen gerochen hat. Ich will jetzt gucken, erstens, wie sie riecht und zweitens, ob sie noch da ist, weil Elk meinte, ja, ich räume den Schrank immer so oft auf und mein Zimmer auch. Also 3, 2, achso, Elk, warte, wie hieß sie nochmal? Rosa, Rosie. Okay. Ist sie da? Die liegt sogar noch an derselben Stelle. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass hier jetzt eine Cola drin steht. Der Riechtest. Das riecht nicht mehr nach Essen. Das riecht auch nicht mehr gut. Das ist gelblich geworden, sieht man das? Also, man hat gesehen, Alina Schrank. Tschüss, Rosa Rosie. Sag tschüss, Rosa Rosie. Tschüss, Rosa Rosie. Alina Schrank ist der Ort, wo ihr Sachen verstauen könnt und die niemals rausgenommen werden. Ich tue da jetzt meine alte Wäsche rein. Ed hat dann eine tolle Idee bekommen, die sie angeblich durch ihre Friseurin entdeckt hat, wie man das Ganze hier wieder wegbekommt. Ed? Erzähl sie uns. Silbershampoo, Zitronensaft und Aspirin, aber nur C. Da muss man irgendwie so... Es gibt verschiedene Sorten Aspirin? Ja, also mit Vitamin C sozusagen. Aspirin C und dann in zwei Gläser, zwei Gläser, kalte Wasser, dann auf Kopf schütteln, halbe Stunde einwirken lassen. Ey, du hörst rum, wenn ich lauwarmes Wasser benutze. Halbe Stunde einwirken lassen und dann mit Shampoo ausspülen. Was für ein Schatten. Warum glaube ich, das würde abbrechen? Eben, warte. Nein, das ist echt gegen Egg, Zitronensäure. Saft. Zitronensäure ist Saft. Ja, aber... Das ist Säure, das deine Haare kaputt machen. Hä, nein. Genau, wie Aspirin. Aspirin tut deine Haare auch eingreifen, Anina. Aspirin ist gut, weil das Aspirin C ist, verstehst okay, du? Okay, Google. Deine Haare werden dadurch gestresst. Was? Also hier steht... Allerdings sollte diese Behandlung eher selten erfolgen, da Zitronensäure bzw. Zitronensaft die Haare angreift und austrocknet. Bei helleren Haaren kann Zitronensaft die Haare nur um ein paar Nuancen aufhellen. Das heißt, wenn du Haare färben willst, aber zu Brock für Haarfarbe, kannst du trotzdem Zitronensaft benutzen. Du bist natürlich nicht komplett blond, aber die Säure in der Haare bewirkt eine Aufhellung. Du willst aber nicht noch heller werden, sondern einfach deine Haare blond hinmachen. Das ist
nicht gesund. Und hier steht, dass es deine Haare angreift und austrocknet. Ja, okay, aber Aspirin. Aspirin doch genauso, das tut auch deine Haare schädigen. Die ist so anstrengend, Leute, man sagt nein, sagt B. Also Leute. Aber Silbershampoo. Guck mal, Leute, tut doch mal an dieser einen Idee festhalten. Ja, Silbershampoo wahrscheinlich schon. Aber doch kein Aspirin, oder? Doch, Aspirin ist voll gut. Ich bin gestorben, weil du dumm bist. Also Leute, wir sind jetzt draußen und alles Gelbe erinnert mich an Alina. Wir haben hier so einen gelben Sitzkissen und der erinnert mich an deine Haarfarbe. In jedem Gelben, was ich sehe, spiegele ich Alina wieder hervor. Versteht ihr warum? Spiegele, Spiegelei, ihre Haare verrührt, Spiegelei, versteht ihr? Versteht ihr? Vor wie lang haben wir schon so, ey Egg, du siehst aus wie Eigelb. Und ich dachte nur so, okay, danke schön für das, nicht das Beste. Dieses wunderschöne Kompliment. Du bist nicht das Gelbe vom Ei. So, auf jeden Fall, Eck und ich werden später Pizza bestellen. Ich muss leise sein. Oh, das Fenster ist offen. Bevor Jasmin das hat, weil ihr wisst ja, Leute, Jasmin muss geheim. Jasmin ist immer alles. Ja, ich überlege gerade, was ist, wenn man mit so einem Stift einfach nachmalt, diesen Ansatz? Ha, ha, ha. Ein Stift. Ich so ein gelber Stift. Hä, bei Rossmann? Gelber Marker? Bei Rossmann gibt es so Dings, so. Das sieht aus wie eine Wimperntusche, aber es ist für die Haare, damit man den Ansatz so nachmalt. Freut mich, dass es sowas gibt, aber sowas würde ich nicht benutzen. Sagt sie jetzt. Ich gebe 2 Wochen, sie hat diesen Stift. Hä, jetzt einfach gewartet, bis wieder Friseur öffnet und wärst dann dahin gegangen? Ja, Tina, warum willst du jetzt mal, wenn die Friseure wieder öffnen? Man weiß es ja nicht. So Leute, das war's mit dem Video. Wir stehen noch in diesem Sitzsack und Egg wird dann die Pizza bestellen, aber nicht von meinem Handy aus, weil ich möchte ihr Make-up nicht an meinem Handy. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao.